Mega von 95, der Fortuna Fußball Talk, Folge 39. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe eures Lieblings-Fortuna Fußball Talks. Ich bin der Mo, Adverbendribble auf Twitter, und wir haben heute ein paar Themen für euch vorbereitet. Natürlich sprechen wir über Holstein Kiel, somit über das letzte Spiel. Wir sprechen auch über unseren nächsten Gegner, den 1. FC Nürnberg. Und ein anderes Thema der Woche ist der unnötige Platzsturm. Jetzt seht ihr gerade meine Fingerzeichen nicht. Und der Partner, mit dem ich diesen Podcast besprechen werde, ist der Micha. Moin Micha. Guten Tag. Micha, wie fühlst du dich, nachdem wir komplett fest aufgestiegen sind und auch jetzt nur noch ein Spiel vor uns haben gegen den 1. FC Nürnberg? Ja, eigentlich super. Also letzte Woche ging es mir noch besser, weil wir da noch Erster waren. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich scheißegal, sage ich mal, ob man Erster oder Zweiter ist. Denkst du wirklich so? Weil ich habe jetzt aus vielen Kreisen gehört, die gesagt haben so, eigentlich ist es eher eine Enttäuschung, dass Fortuna jetzt gegen Kiel nicht gewonnen hat. Weil man ja durchaus Möglichkeiten hatte, das Spiel auch zu gewinnen. Ja, man hätte aber so oder so gegen Nürnberg gewinnen müssen. Beziehungsweise sonst hätte auch ein Unentschieden gereicht, aber ja, wenn man in Nürnberg verliert, ist das Spiel gegen Kiel auch egal, auch wenn man da gewonnen hätte. Deswegen, ja, eigentlich schon schade, dass man war ja gefühlt, weiß ich nicht, 20 Spieltage komplett Erster, wenn man dann am letzten Spieltag vom ersten Platz nochmal runterrutscht, beziehungsweise jetzt am vorletzten Spieltag. Ja, schade drum, aber das ist, glaube ich, auch nur so ein Ego-Ding, weil wenn du in der ersten Liga spielst, interessiert es auch keinen mehr, ob du Erster oder Zweiter geworden bist. Oder ob du im Endeffekt durch die Relegation aufgestiegen bist. Da Nürnberg ja auch aufgestiegen ist, denkst du, dass es am Wochenende tatsächlich dann dazu wird, dass wir so ein bisschen Plätscherfußball sehen? Oder gehen alle aufeinander los wie die Wilden? Weil es geht ja noch um die Meisterfelge. Ja, ich denke mal schon, dass beide Mannschaften Bock drauf haben, Meister zu werden. Aber jetzt nicht, dass es nachher endet wie der Klassiko, dass die Leute sich komplett umtreten, sondern schon, dass es ein gesunder Ehrgeiz sein wird, und wenn es nicht reicht, dann ist es im Prinzip auch egal, weil am Ende werden beide Mannschaften, glaube ich, zusammen feiern, und das ist meiner Meinung nach auch gut so. Der 1. FCN hat nach Kiel die zweitmeisten Tore, 59, Fortuna hat da 54, also könnte man sich theoretisch auf ein Torspektakel freuen. Jetzt hat Nürnberg aber auch die zweitwenigsten Gegentore nach Sandhausen, lustigerweise. Ich habe an Sandhausen immer nur grausame Erinnerungen. Michael, jetzt gibt's das Gerücht, dass Michael Rensing zum Einsatz kommt. Friedhelm Funkel in diesem schönen Interview jetzt gesagt unter der Woche, wir machen keine Experimente. Ja, was ich schade finde, war, dass man Rensing halt nicht die Möglichkeit gibt, sich nochmal zu zeigen, weil er in der zweiten Mannschaft in seinen Einsätzen eigentlich gezeigt hat, dass er eigentlich topfit ist und da auch teilweise Punkte gerettet hat für die zweite. Ich sag mal so, gegen Kiel hätte ich's verstanden, wenn man gegen Kiel einfach mal Rensing hätte spielen lassen können, was aber wahrscheinlich daran lag, dass Rensing Tag vorher bei der zweiten oder zwei Tage vorher bei der zweiten gespielt hat. Und weil gegen Kiel, wie gesagt, da ging es halt auch weniger um was als jetzt gegen Nürnberg, wo es jetzt wieder um den ersten Platz geht. Michi, bevor wir das Spiel gucken, Fortuna bringt die Felge am Sonntag mit nach Düsseldorf, oder? Nein, ich glaube nicht dran. Ich glaube, das wird ein Unentschieden und deswegen. Was? Nein, Fortuna gewinnt. Ich glaube, es wird ein Unentschieden und am Ende, aufgrund des Torverhältnisses, man ist dann punktgleich mit Nürnberg, aber aufgrund des Torverhältnisses bleibt die Felge dann in Nürnberg. Du bist so optimistisch wie immer. Fortuna spielte jetzt gegen Kiel im 4-2-3-1. War es dann tatsächlich auch wieder mehr, weil Nielsen eigentlich 1-1 sich tauschte mit Fink. Gemerkt das Spiel, 18. Minute, Abseits-Tor Kiel, nach einem Freistoß, die Flanke hat der Schiri zurecht abgepfiffen. 19. Funkel vom Schiedsrichter Ittrich ermahnt, ja, da war wieder wie so ein Ruppel steht in diesem Spiel. Wie schätzt es eigentlich ein? Ich finde es so ein bisschen fragwürdig. Er hat Spiele dabei, wo er 5-6 Mal hintereinander wirklich so rumsteht, wie der Fels in der Brandung. Wirklich, könnte es auch in so eine friesische Bierwerbung stellen, den Typen. Aber auf der anderen Seite hat er die letzten zwei Spiele, ist er am Spielfeldrand rumgehampelt und hat rumgeschrien wie Rumpelstilzchen. Ja, schon, aber bei dem Spiel fand ich es eigentlich komplett unnötig, dass der Ittrich den direkt nach 19 Minuten ermahnt, weil es meiner Meinung nach eigentlich keinen Grund dafür gab. Und dann kam vom Ittrich direkt so eine Geste von wegen ein Wort nur und du gehst auf die Tribüne und das komplette Stadion mit 50.000 ist einfach ausgerastet und hat angefangen, den Schiedsrichter zu bepöbeln und auszupfeifen. Ich mag das ja. Also ich mag das, wenn man den Schiedsrichter, bepöbelt. Ja, solange man dann, sag ich mal, nur was nicht Nettes singt, was halt nur nicht nett ist und
ja, ich mag's halt, wenn dann wenigstens so Stimmung hochkocht, was halt, solange es im Rahmen ist und dann nicht irgendwie noch geworfen wird oder so, sondern dass man einfach mal ein bisschen pöbelt. Im sportlichen Rahmen finde ich das einmal voll super, wenn es auch dann von den anderen Rängen kommt, weil wenn dann gemeckert wird, dann sind auf einmal, ist komplett das ganze Stadion dabei und das finde ich immer super. 68. Rahman kam für Nielsen und dann kamen wir jetzt in die 69. Minute, wo Kenneth Kromholm vom Feuerzeug getroffen wird. Er macht es natürlich super. Sobald der erste Schmerz vorbei ist, steht er auf, bringt das Feuerzeug zum Schiri und macht kein weiteres Geschiss darum. Ist das denn ein Problem in Düsseldorf, dass Sachen geworfen werden? Oder wie schätzt du das ein, dass einfach irgendein Verrückter aus 20, 30 Metern ein Feuerzeug über einen Zaun werfen kann oder ein Netz oder in den Torwart trifft? Es ist einfach eine unnötige Aktion und ist eigentlich auch passiert wirklich sehr, sehr selten bei Fortuna. Manchmal fliegen dann halt Becher ins Netz, aber ich glaube, das ist dann eher eine Challenge, dass die Leute versuchen, den Becher mit dem Henkel ins Netz zu werfen und ohne, dass es dann wirklich geplant ist, dass der Becher übers Netz aufs Spielfeld fällt. Weil ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ich kaufe mir für 5 Euro so ein ekliges Bier und schmeiße es dann weg. Ja, das ist, wenn ein Tor fällt, dann ja schon. Aber bei dem Feuerzeug war es ja was komplett anderes. Das war wahrscheinlich auch einer, der normalerweise nicht im Block ist. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass da einer, der normalerweise immer zu Fortuna geht, dann da irgendwie dem Torwart, der auch noch Ex-Fortuna ist, ist, also einmal, einerseits, es ist ein Ex-Fortuna, wo ich mir denke, den bepöbelt man erst recht nicht, vor allem nicht, wenn er sich, sag ich mal, nie was zu Schulden hat kommen lassen, dann in einem Spiel, in dem es wirklich um nichts mehr geht, und drittens, es war noch nicht mal irgendwie eine Aktion, dass der Torwart irgendwas gemacht hätte, oder dass die Aktion gerade irgendwie so gemacht, irgendeine Aktion da war, dass man irgendwie hätte wütend sein können oder so, wo ich mir denke, auch wenn es scheiße ist, aber dann denke ich mir so, okay, der Torwart provoziert, dann kann es schon mal passieren, was halt trotzdem scheiße ist. Aber es war wirklich außen nichts und ich habe es auch anfangs, weil ich habe halt nicht hingeguckt, weil glaube ich gerade ein Einwurf war oder so, dass dann auf einmal der Schiri, der Torwart halt auf den Boden gekniet hat und nicht den Kopf gehalten hat, wo ich mir dachte so, was ist jetzt los mit dem? Aber dann hat er dann irgendwie das Feuerzeug aufgehoben und auf jeden Fall eine komplett unnötige und scheiß Aktion, die dann halt komplett wieder den, so was dann nachher heißt wieder, ja, die Fortuna-Fans sind alle komplett asozial und das war wahrscheinlich einer, der, weil es halt das letzte Saisonspiel war, jetzt im Stadion war. Kenneth Kurm im Sex Fortuna konnte sich halt wirklich bei Fortuna nie in der Erstmannschaft durchsetzen. Schön für ihn, dass er es geschafft hat. Wir hatten ja bei Holstein Kiel noch 2 weitere Ex-Fortuna mit Sebastian Heidinger, der eingewechselt worden ist, aber auch Jojo Vandenberg, der mittlerweile in Holstein Kiel spielt. Der dann auch... Und der Trainer sowieso. Ja, Markus Anfang, der Trainer vom FC, wie man so schön sagt, hier im Rheinland. Ich fange jetzt wieder damit an. Ja, FC. Ich merke schon. Ja, leckere braune Bier schmeckt so gut. Aber bevor wir weiter über Bier sprechen, in der 75. Minute macht Fortuna das 1-0 durch Rahman. Der war einfach wie ein Blitz plötzlich vorne drin und schiebt den ein. Ja, das war halt eigentlich ein Pass nach vorne, der... Kieler Verteidiger wollte ihn dann klären, trifft den so, dass der einfach Rahman komplett vor die Füße fällt und Rahman guckt sich dann den Torwart aus und schießt den Ball einfach flach in die Mitte. Ist das ja? Ich wollte dich fragen, ob das eine Qualität vom Rahman ist, durch seine Schnelligkeit und schnelle Auffassungsgabe so Situationen auszunutzen und ob uns das in der Bundesliga weiterhelfen wird. Also normalerweise würde ich sagen ja, aber bei dem Tor würde ich sagen, es war einfach nur Glück, dass er gerade da stand und den Ball vor die Füße kriegt. Und dann natürlich eine Qualität, den Torwart auszugucken, wo ich mir denke, wir hatten auch schon Stürmer, die den Ball trotzdem daneben gehauen hätten. Das Tor an sich war glücklich, dass der Ball da durchgekommen ist und Rahman macht es dann gut, den Torwart auszugucken. Leider kam direkt im Gegenschlag das Tor von Marvin Ducksch und ja, Micha, was ein Tor, ha? Ich glaube, erstmal ein Pass mit der Hacke zu Marvin Ducksch und der tunnelt dann den Bormuth, wo er ihn eigentlich gar nicht tunneln kann, weil Bormuth hat die Beine zu und irgendwie prallt der Ball da trotzdem durch die Beine. Das war halt, wie sagt man als Fußballmoderator immer, Beinschuss? Ja, das war so, er macht die Beine zu und irgendwie ist der Ball dann trotzdem schon durch gewesen und dann setzt er den Ball schön ins lange Eck. Erstaunlicherweise, beziehungsweise für Fortuna mittlerweile auch schon gewohnt, dass nach dem Gegentor die Stimmung besser war als vorm Gegentor, beziehungsweise natürlich nach dem 1-0 von Rahman. Dann kam erst richtig Stimmung auf. Vorher war das so eigentlich durchschnittliche Stimmung. Nach dem 1-0 war dann richtig gute Stimmung. Dann nach dem Tor von Duck hat die Stimme eigentlich nicht wirklich abgenommen, sondern da dachte man sich so, ja, jetzt ist auch egal, wir feiern trotzdem.
weil es passierte noch der Wechsel von Lovrenkamp für Haraguchi. Aber bevor dem Tor, um nochmal darauf zu kommen, so wirklich interessant war das Spiel nicht wirklich. Es gab nicht viel Entscheidendes. Für Leute, die sich für Taktik interessieren, klar war das super interessantes Spiel. Aber für den Rest, der einfach nur Fußball sehen will, Schlag auf Schlag, Chance auf Chance, Tor auf Tor, war das halt ziemlich langweilig. Und ich schätze jetzt einfach mal, jetzt bin ich ein bisschen polemisch, den normalen Fußballfan einfach nicht dafür ein, dass er sich für taktische Feinheiten, Laufwege und Fußball allgemein interessiert, sondern die wollen nur Tore und Chancen sehen. Ja, das ist ja auch so. Aber deswegen, ja, was soll ich denn dazu sagen? Ich dachte, jetzt argumentierst du irgendwie für Spielfreude und was weiß ich. Ja, aber die Spieler waren ja jetzt nicht, also die Fans waren ja in dem Spiel nicht da, um Fußball zu sehen, sondern um den Aufstieg zu feiern. Und deswegen, es war im Endeffekt, war es okay, ein Unentschieden ist ein 1-1 geworden. Ich habe eigentlich ein 2-2 getippt, also ist eigentlich meines Erachtens alles in Ordnung. Ich war am Ende nur überrascht, dass es halt nur eine Minute Nachspielzeit gab, obwohl irgendwie 2-3 Mal Leute behandelt wurden. Vor allem der Torwart, der wurde bestimmt 3 Minuten behandelt. Aber da hat man es, glaube ich, auch gemerkt. Kiel war zufrieden mit dem 1-1, Fortuna war zufrieden mit dem 1-1 und der Schiri dachte sich auch, oh, ist so warm. Und im Endeffekt sind beide Mannschaften zufrieden, dann pfeife ich mit einer Minute Nachspielzeit ab, obwohl man eigentlich locker hätte 4-5 Minuten Nachspielzeit geben können. Was war gut, was war schlecht, was hat uns überrascht? Überrascht hat mich eigentlich nicht, ich habe das Spiel tatsächlich genauso erwartet. Ich glaube, ich habe das letzte Woche mit jeweils einem Tor mehr getippt. Was war gut, Fortuna zeigte mit den Offensivspielern sehr viel Kreativität, auch wenn da nicht viel rauskam. Mal gucken, ob die so nächstes Jahr überhaupt weiter zusammenspielen können. Was war schlecht? Ja, man muss sagen, Fortuna war überrascht bei dem 1-1, dass der Spiel den erst mit der Hacke weiterleitet und vorher haben die One-Touch gespielt und dann macht Duxch den Tunnler und schiebt ihn dann wie ein Champions League Top-Torjäger ins lange Eck. Vielleicht wird nochmal einer aus ihm, keine Ahnung. Ich tue mich da schwer, so ein richtig treffendes Fazit zu finden, Micha. Wie fandest du das Spiel? Was ist dein Fazit? Ja, in Anbetracht, dass Fortuna gefühlt einfach nur gefeiert hat die Woche. Die haben bis Dienstag durchgefeiert und am Mittwoch wieder mit dem Training angefangen. Dafür war die Leistung komplett in Ordnung. Also die Mannschaft hat ihr Bestes gegeben. Kiel war gut, meiner Meinung nach hat Kiel auch den Punkt komplett verdient, vielleicht sogar eigentlich einen Sieg verdient gehabt mit der Leistung. Deswegen, ich war zufrieden mit dem Spiel, das war jetzt nichts, wo ich mir dachte so, ach, das war alles scheiße. Ja, das Einzige, was mich gestört hat, war halt eigentlich Haraguchi, der meiner Meinung nach, ja, es klingt gemein, wenn ich sage, der schlechteste Fortuna war, aber das waren einfach nur so Aktionen, dass er hatte 2-3 Mal die Möglichkeit, aus 20 Metern einfach mal draufzuziehen. Aber er hat sich nicht getraut und hat den Ball dann nochmal quergelegt und dann wurde der Ball vertändelt und ja, das hat mich, ein bisschen geärgert, aber wie gesagt, im Endeffekt ist das Ergebnis ja, wie gesagt, komplett scheißegal. Eure Meinung zum Thema oder generell Feedback gerne in YouTube in die Kommentare. Wenn ihr schon einen Podcatcher hört, gerne per E-Mail an projektminkoffenpodcast@gmail.com oder in den Social Medias, die findet ihr natürlich unter der Beschreibung der aktuellen Folge. Das haben wir auch in Facebook eine Megafon 95 Gruppe gegründet. Ihr könnt ihr uns gerne folgen, dann kriegt ihr immer die aktuelle Folge hochgeladen. Natürlich könnt ihr mit uns diskutieren und mich würde vollkommen interessieren, was denkt ihr, wie Fortuna spielen wird gegen den 1. FC Nürnberg? Holen wir die Felge nach Hause oder nicht? Micha, jetzt fandest du den Platzsturm so ein bisschen unnötig. Du sprichst bestimmt über die Pöbelei, die es Richtung Kieler Fanblock gab. Ja, das war also sowieso unnötig. Nee, ich spreche allgemein vom Platzsturm, weil das war ein Platzsturm, um einen Platzsturm zu machen. Also sage ich mal, es war das Event, so dass man unbedingt mal auf dem Rasen will. Und nach Abpfiff vom Spiel hatte ich nicht das Bedürfnis, jetzt auf dem Platz zu laufen. Ich bin dann auch auf der Tribüne geblieben und habe mir gedacht, so ja okay, wir haben den ersten Platz verschenkt. Wenn Fortuna Meister geworden wäre? Wenn Fortuna Meister geworden wäre, dann wäre ich auch auf den Platz gelaufen, weil Fortuna halt Meister geworden wäre. Da hätte man ja was zu feiern gehabt. Aber meiner Meinung nach hat man ja die Meisterschaft verspielt an dem Tag. Deswegen ist es für mich halt so gewesen, ja, wir sind letzte Woche aufgestiegen, deswegen machen wir heute einen Platzsturm, weil das gehört sich so, aber irgendwie, für mich persönlich hätte es sich falsch angefühlt, da auf den Platz zu laufen und zu tun, als würde ich mich jetzt freuen nach dem Spiel, weil die Emotionen habe ich halt letzte Woche alle schon rausgelassen. Aus meiner Fortuna-Gruppe, da war auch einer, der hat sich halt komplett über die anderen Leute aus meiner Fortuna, also mit denen ich zu Fortuna gehe, aufgeregt, weil die sind alle auf den Platz gegangen und der dachte sich ja,
Weißt du, wir verschenken den ersten Platz und ihr feiert dafür auch noch. Ganz so krass fand ich es nicht. Ich denke mir einfach nur so, ja, wenn die halt alle auf den Platz laufen sollen sie es machen. Aber für mich hat es sich in dem Moment nicht richtig angefühlt. Und deswegen war es für mich eigentlich unnötig und eigentlich nur so des Eventes wegen. Und so, ja, das macht man halt so, wenn man aufgestiegen ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass die meisten sich nur Tickets geholt haben, um den Platzsturm zu machen. Ja, aber wie gesagt, vielleicht seht ihr das anders. Dann könnt ihr gerne auch sagen, dass ich einfach nur ein unemotionaler Spast bin oder so. Haut in die Comments per E-Mail at projektmegafon@podcast.com oder folgt uns auf Facebook Projekt Megafon und dort findet ihr die Megafon 95 Gruppe, tritt da dann bei und schreibt, dass der Micha scheiße ist. Was nicht so scheiße war, ich ein bisschen verwirrend fand, war, dass ein albanischer Drittligist im Fortuna-Trikot gespielt hat. Ja, die spielen anscheinend immer im Fortuna-Trikot. Und nicht nur, dass es einfach nur das rote Trikot ist, was Fortuna hat, sondern mit Otello als Sponsor und dem Fortuna-Logo drauf. Und ich habe einfach die Bilder gesehen. Spielen die immer in dem Trikot? Ja, anscheinend schon. Das hat halt einer in eine Fortuna-Gruppe gepostet und ich dachte mir so, hä, warum haben die da Fortuna-Trikots an? Und es war halt wirklich ein Team, das wirklich immer mit dem Fortuna-Trikot spielt, aber halt, dazu muss man wissen, im albanischen Fußball ist die dritte Liga halt eine Amateurliga. Kann sein, dass die einfach ein Fortuna-Trikot-Set gekauft haben, weil die das Trikot cool fanden und spielen damit einfach. Und das war einfach so komplett bizarr eigentlich, dass die da mit Fortuna-Trikot spielen. Sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Natürlich freuen sich Fortuna-Fans immer in den sozialen Netzwerken oder generell, wenn bei Atletico Madrid spielen, die Fortuna-Fans zu sehen sind. Ich gehöre tatsächlich auch dazu. Ich finde das toll, dass diese Vereine connected sind und es dann einen Fan-Austausch auf jeden Fall gibt, weil es viele Fortuna-Fans gibt, die in Spanien bzw. in Madrid wohnen und viele Leute, die aus Madrid kommen, nach Fortuna gehen und sich da austauschen. Ist auf jeden Fall, finde ich, eine super Sache. So Fanfreundschaften ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, möchte man meinen. Wenn ich mich daran erinnere, wie viele Fanfreundschaften früher Fortuna hatte, wie viele Schals man verkauft hat, heutzutage ist sowas eigentlich nichts mehr wert. Ja, ich sehe es nicht ganz so cool, weil wenn man weiß, dass halt, wenn man halt überlegt, was das für ein Fanclub von Atletico ist und was das für ein Fanclub von Fortuna Düsseldorf ist, ja, ich kann's, so an sich finde ich es auch cool, aber irgendwie bin ich da so nicht ganz, ganz konform und denk mir auch so, ja, wenn auf dem Banner am Ende noch steht, BW über alles, so dieser Begriff über alles, das ist so, es macht mir Zahnschmerzen so. Und klar können mich jetzt Leute deswegen anmeckern, so dass ich da wieder zu viel rein interpretiere, aber cool, dass man das sieht, aber so man, so die, was dahinter steht, finde ich halt nicht zu 100% cool. Ja, wie soll ich sagen? Da will ich auch jetzt niemanden unbedingt an Karren pissen, sondern nur so, dass man auch sich nicht nur dafür feiern soll, sondern auch mal vielleicht die Hintergründe kennen sollte. Und wenn man dann denkt, ja, warum stellt der Micha sich so an, dann habe ich da keine Probleme mit, aber jetzt nicht nur feiern, ohne die Hintergründe zu kennen. Und wie gesagt, wenn man die Hintergründe kennt und es trotzdem feiert, dann bin ich vollkommen cool damit. Wenn wir auch feiern, ist Fortuna Allee, ein Zuhörer von uns, fühle ich an dieser Stelle gegrüßt, der uns gefragt hat, ob wir nicht in der neuen Saison unseren Spieler des Spiels wählen sollen oder bekannt geben sollen. Vielleicht die neu zu uns zugekommen sind, eingeschaltet haben und nicht die alten Folgen gehört haben. Wir haben das mal gemacht, da wir aber kein Community-Feedback dazu bekommen haben, haben wir das dann irgendwann einfach fallen lassen, weil nur wir zwei rumschnacken, wen wir toll finden. Ist irgendwie auch blöd. Wenn ihr Bock dazu habt, joint uns gerne in der Gruppe Megafon 95. Ich sag das, glaube ich, diese Folge zum 10. Mal. Und dort könnt ihr jetzt einfach schreiben, dass ihr Bock darauf habt, auf, sagen wir, ein Man of the Match oder sowas. Da könnt ihr uns gerne schreiben, ob ihr darauf Bock habt. Und dann werden wir das zur neuen Saison praktisch nach der Sommerpause wieder einführen. Ja, ein Problem, was wir damals hatten, war halt auch, dass man dann entweder, wenn die Mannschaft komplett gut gespielt hat, dann war es eigentlich immer eine gute Mannschaftsleistung. Ja, manchmal war es halt schwer, dann einen unbedingt rauszupicken, der sehr gut war. Aber an sich fand ich das schon cool, dass man dann überlegt, so okay, wer hat aus der Masse nochmal herausgestochen? Und deswegen, meiner Meinung nach, könnte man das nächste Saison wieder einführen. Helft ihr mich ja, schreibt uns auf Facebook. Ja, genau. Das war's dann auch irgendwie schon für heute. Wir waren ein bisschen spät dran wieder. Es hat halt wieder familiäre Gründe, jobbedingte Gründe. Wir sind halt zwei busy Dudes. Wahrscheinlich seid ihr auch so busy wie wir. Es tut uns auf jeden Fall leid, dass ihr
dass ihr eure Dienstagdosis erst am Donnerstag kriegt. Das tut uns leid. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst Feedback da, würde uns super duper freuen. Und ja, Micha, willst du jemanden grüßen? Mir fällt jetzt spontan keiner ein. Ich grüße nochmal PJ und der gibt immer so immer gutes Feedback. Der ist auch was von uns in seinen Freunden geteilt. Finde ich super. Vielen Dank an dich. Und dann würde ich sagen, dass wir uns verabschieden mit auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal.